Moin Leute, es geht los mit der zweiten Bundesliga. Schauen wir vorher noch kurz auf die Tabelle. Der 1. FC Köln trotz Niederlage auf Tabellenplatz 1, dahinter Union Berlin und der HSV auf Platz 3, Fürth auf dem 4. Rang und St. Pauli auf dem 5. Dann Platz 14, SV Darmstadt 98 mit 10 Punkten, der 1. FC Magdeburg auf Platz 15, 16. Duisburg nach dem Sieg gegen Köln, Sandhausen und Ingolstadt stehen auf den direkten Abstiegsrängen und treffen jetzt direkt aufeinander. Viel Spaß! Der SV Sandhausen hinterlässt jetzt mit Kenan Kocak einen Trainer, der eine gute Zeit hatte bei den Sandhäusern, aber eben jetzt nicht mehr das Vertrauen bekommen sollte. Beim FC Ingolstadt wurde auch schon der Trainer in der Saison gewechselt. Einzig und allein hatte es bislang noch nichts gewirkt. Da stehen drei Pleiten auf dem Plan. Jetzt ging es erstmal für Sandhausen gar nicht so schlecht los. Die erste Möglichkeit gehörte ihnen und es ging ruppig los. Nach 14 Minuten die erste gelbe Karte, Thomas Pledel. Und es merkte man von Anfang an, es stand eine sehr wichtige Partie hier auf dem Plan. Eben Platz 17 gegen Platz 18. Die Möglichkeit kommt dann von Karl per Kopf, aber der ging dann doch relativ deutlich rechts am Kasten vorbei. Ansonsten wäre Marco Knaller, Torwart mit SVS-Vergangenheit, auch am richtigen Ort gewesen. Er schaut den Ball vorbei, kein Problem. Bei wem funktioniert die Trainer Änderung besser? Wie gesagt, bei den Schanzern drei Spiele für Nuri, noch kein Sieg. Bei Sandhausen ist es jetzt eben das Spiel 1 nach Kenan Kocak. Lomp ist aber nach 20 Minuten auf der Höhe und pariert diesen Ball. Etwas mehr als eine halbe Stunde jetzt gespielt und der SV Sandhausen war spielerisch tendenziell die bessere Mannschaft. Behrens auf Förster und Knaller mit einer Tat kommt noch dran, greift über und wehrt den Ball ab, den Förster gefährlich aufs Tor brachte, aber eben nicht für den Erfolg sorgte. Nochmal ein Freistoß vorm Seitenwechsel. Philipp Klingmann fast aus der eigenen Hälfte. Gelbe Karte auch hier für Galvao. Vor den 16er getreten. Kulowitz auf Linzmeier und wieder Knaller, der eingreifen muss. Sandhausen spielte hier eine wirklich gute Partie. Aber Ingolstadt, da bleiben wieder mal viele Fragen offen. Da funktionierte noch nichts. Die erste Halbzeit war immer noch nicht vorüber. Das ist Klingmann mit der Flanke und Behrens an den Pfosten setzt nach und haut das Ding dann rein. 1-0 für Sandhausen. Die verdiente Halbzeitführung für die Gastgeber. Und Ingolstadt musste sich mal wieder fragen, wie so eine Halbzeit passieren kann. Nominell viel besser aufgestellt die Schanzer, wie schon so oft in dieser Saison, aber auch schon in der letzten. Und auch da hatte es ja sehr schlecht angefangen. Man ist einfach bei den Ingolstädtern nicht auf dem richtigen Pfad, scheinbar am Wandern. Es gab auch im zweiten Durchgang erstmal wieder eine Möglichkeit für Sandhausen, aber kein Problem für Knaller. Dann eine Viertelstunde vor dem Ende, die Ingolstädter mal wieder nach vorne unterwegs. Krause auf Kittel und der haut einfach mal so einen Ball raus. Das absolut schmeichelhafte 1:1. In der 76. Spielminute für die Gäste. Es wusste keiner so recht auf den Rängen, wie das passieren konnte. Und Sandhausen scheint sich hier doch noch um den Lohn harter Arbeit zu bringen. Das war natürlich auch ein klasse Abschluss, aber bitter war es allemal. 10 Minuten jetzt noch zu gehen. Krause hatte schon den ersten Treffer vorbereitet auf Pledel. Der läuft durch und entscheidet diese Partie. Zwei Unachtsamkeiten beim SV Sandhausen und alles, was sie sich hier aufgebaut hatten. Nach 75 Minuten sah es nach einem klaren Sieg aus. Es fehlten einfach nur die entscheidenden Tore und das schien jetzt hier zusammenzufallen. Ingolstadt gewinnt zum zweiten Mal in dieser Saison. Sandhausens neuer Trainer-Effekt ist erstmal wieder geplatzt. Nuri hingegen gewinnt das erste Mal in dieser Saison, wurde aber auch aus seiner Sicht mal Zeit. Ein packendes Ostduell im Rudolf-Habicht-Stadion zwischen Dynamo Dresden und dem FC Erzgebirge Aue am Freitagabend. Die Länderspielpause ist vorbei und Dynamo Dresden hatte noch ein 2:0 Führungspolster aus der Hand gegeben, zuletzt gegen Magdeburg, und jetzt wollte man das zu Hause wieder gut machen. Aue konnte 2:1 gegen Kiel in der letzten Minute noch gewinnen. Die erste Möglichkeit gehörte hier den Veilchen. Clemens Fandrick mit dem klasse Abschluss aus knapp 17 Metern. Streift nur haarscharf am Pfosten
vorbei. Eine Viertelstunde jetzt in der Partie und Dynamo Dresden versuchte mal nach vorne etwas aufs Feld zu bringen. Kreuzer und Duljevic mit dem Abschluss, aber noch zu harmlos, um da Männel wirklich unter größere Bedrängnis zu bringen. Im Anschluss dann diese Konteraktion. Riese steckt durch auf Testrot. Ex-Dresdner schießt aber vorbei. Etwas nervös geworden. Vielleicht hatte er da zu viel Zeit. Hätte eventuell noch etwas gehen können, aber er hatte auch drei Spieler im Nacken. Dementsprechend holte er zumindest noch eine Möglichkeit raus. Vor der Pause nochmal eine Möglichkeit für Dynamo Dresden. Aber im Großen und Ganzen war es kein guter Auftritt der Gastgeber Ayasa Osman. Per Kopf, aber klar am Kasten vorbei. Wir springen in den zweiten Durchgang. 52 Minuten jetzt knapp von der Uhr. Binatelli, A. Osman im Zusammenspiel. Duljevic legt quer und baresartig mit dem nächsten Abschluss. Sie kamen jetzt besser aus der Pause. Die Elf von Mike Walpurgis versuchte es zumindest auf 1:0 zu stellen. Und Aue, die Elf von Daniel Mayer, zog sich jetzt mehr und mehr zurück. Die Gastgeber versuchten das auszunutzen und kamen über Kreuzer in den Strafraum. Der wird da nicht angegriffen. Breitkreuz ist erstmal dazwischen, aber Aue kriegt keinen Zugriff. Duljevic, Kone, Benatelli an die Latte und der Osman staubt ab. 58. Spielminute, 1:0 für Dynamo Dresden. Der Druck im zweiten Durchgang hatte sich jetzt schon ausgezahlt. Und FC Erzgebirge Aue war im Rückstand. Sie konnten sich für eine durchaus vernünftige erste Halbzeit nicht belohnen. Und das Dynamo-Stadion, Rudolf-Harbig-Stadion, im Ausnahmezustand. 20 Minuten jetzt noch auf der Uhr. Dresden wollte es entscheiden. Zuletzt eben schon erwähnt, gegen Magdeburg verlor man ja in der Nachspielzeit noch zwei Punkte. Kone in der 71. deren Elfmeter bei eben angesprochenen Spiel noch verschoss. Scheitert auch hier an Männel, der die Partie weiterhin erstmal damit offen halten konnte. Und noch einmal Aue jetzt 10 Minuten vor dem Ende. Riese bringt den Ball auf die rechte Außenseite. Rizzuto auf Rapp, Testrole quer, Fandrich und Bertram kommt zum Abschluss. Und das muss es eigentlich sein. Er ist Linksfuß und dementsprechend kam das viel zu ungefährlich daher. Dresden gewinnt am Ende 1:0 gegen Aue. Das geht auch so in Ordnung. Und Daniel Mayer ist wieder unter größerem Druck. Es fällt nicht schwer, einen Zusammenhang zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Köln herzustellen. Dominik Drexler, muss man nur sagen. Oder Markus Anfang gar, der Trainer auf der Bank der Gäste. Mit schöner Vergangenheit hier im hohen Norden. Die Kölner hatten ja zuletzt vor der englischen Woche 1:2 verloren gegen den MSV Duisburg und das wollten sie hier wieder gut machen. 5 Minuten gespielt und Dominik Drexler, eben Ex-Kieler, hier mit dem Kopfball. Kronholm ist aber gegen seinen alten Weggefährten im bedrohten Eck. Und die Kölner waren auch weiterhin die spielbestimmende und bessere Mannschaft. Drexler sehr auffällig, Terodde auf Schaub. Und der muss hier nach 22 Minuten spätestens das 1:0 erzielen. Im Großen und Ganzen war die erste Halbzeit aber von hoher Verteidigungskunst der Gastgeber geprägt. Es stand 0:0 und der 1. FC Köln konnte eben noch nicht mit einem Tor zuschlagen. Wir springen in den zweiten Durchgang. Weiter Abschlag von Kronholm und dann ging es schnell. Lee Serra, Kinzombie und nach links auf die Außenbahn gebracht der Ball. Das ist Mühling, eine Körpertäuschung und Schichos ist aber dazwischen. Wir sind bereits in der 64. Spielminute. Die Partie baute noch mehr an Niveau ab und der 1. FC Köln wollte hier eigentlich die drei Punkte. Der anschließende Eckstoß sorgt aber für Gefahr auf der eigenen Seite. Vandenberg bringt den Ball zwar erstmal raus, macht ihn dann aber wieder heiß. Serra von Hermann bedient, Schmidt, Sobich erstmal dazwischen. Blitzheilung. Sein gebrochener Zeh konnte noch repariert werden. Der Schuss von Lee aber zu ungefährlich. Es gab jetzt aber immer wieder Eckstöße. Schmidt hier mit dem Kopf. Und 20 Minuten vor dem Ende dann fast doch das 1:0. Für Kiel, aber es fehlten die wirklich hundertprozentigen Möglichkeiten zum Erfolg. Nur noch 10 Minuten auf der Uhr und Jonas Hector legte sich den Ball bereit, um den aus gefährlicher Position gut aufs Tor zu bringen. Kronholm machte sich bereit. 26 Meter Torentfernung. Hector trifft aber nur die Netzhalterung. Und so lief hier alles auf ein torloses 0:0
heraus, aber die Rechnung wurde nicht mit dem ersten FC Köln gemacht. Sie hatten nochmal Lust. Wir sind in der Nachspielzeit. Zirotte bringt den Ball erstmal schlecht nach außen. Clemens erobert ihn aber wieder und dann dieser Abschluss von Simon Terodde. 92. Spielminute, sein 13. Saisontor und der erste FC Köln holt sich dann doch noch den Dreier. Im letzten Atemzug machen sie den Auswärtssieg dingfest. Clemens legt auf per Kopf und Terodde nimmt den Ball mit vollem Risiko und hat das Glück und auch wenig. Die Technik kann man sicherlich nicht verneinen. Kronholm fliegt, machtlos ist er dennoch. 1:0 gewinnt der erste FC Köln. In allerletzter Minute werden den Kielern hier noch ein Punkt entrissen. Bitter für die Störche, aber unverdient ist es auch nicht. Arminia Bielefeld möchte den Anschluss nach oben nicht verlieren. Momentan steht man auf Platz 12, aber es sind nur 4 Punkte Rückstand auf Greuther Fürth. Die stehen auf Platz 4 und die waren hier heute auch zu Gast. Die Kleebetter mit dem besseren Beginn. Ernst von Ketteruel bedient, schickt den Ball lang auf Atanga. Der hat nicht die Eigensinnigkeit, sondern die Übersicht und schlägt zu Tobias Mohr, der den Ball einfach nur noch einköpfen muss. 18. Spielminute, die kalte Dusche für Arminia Bielefeld. Und die Elf rund um Damir Buric war höchst erfreut. Der Gästeblock mit einigen Lücken, dennoch waren einige dabei und so führte dann der Gast früh mit 1:0. Keine 20 Minuten gespielt, Mohr eben mit dem Treffer. Aber Bielefeld versuchte dann postwendend zu antworten. Klos auf Edmundson, der bringt den Ball auf den Kasten, aber Sascha Burchardt ist da und hält ihn in beiden Händen sicher fest. Keine halbe Stunde gespielt und Fürth machte wieder was nach vorne. Ketteruel kann da viel zu einfach durchgehen, schließt dann aber zu überhastet ab und schickt den Ball deutlich über die Querlatte hinweg. Da muss Ortega nicht eingreifen. Aber Bielefeld wurde vor der Pause nochmal gefährlich. Edmundson mit der Flanke. Wittek abgefälscht, aber Vogelsammer kommt trotzdem dran. 43. Spielminute, der Ausgleich. Das dritte Saisontor für den Mittelstürmer. Jetzt wieder von Beginn an aufgeboten. Setzt sich da im Kopfballduell klasse durch. Steigt viel höher als alle anderen und macht den Ausgleich. Wir springen in die zweite Halbzeit und der zweite Durchgang begann in der 54. Minute mit einem Eckstoß von Wittek. Hereingetreten. Ortega Moreno klärt den erstmal, aber unzureichend. Führt weiterhin im Ballbesitz. Ernst wird abgefälscht. Nochmal einer dazwischen. Börner ist das. Mohr mit der Flanke und Guga nicht. Drückt den Ball irgendwie über die Linie. Nach Gelbsperre ist er wieder dabei und in der 56. Spielminute macht er die erneute Führung für Greuther Fürth. Es war immer noch einer dazwischen von Bielefeld, aber Fürth war weiterhin auch im Ballbesitz. Und Guganich drückt den Ball dann über die Linie aus kürzester Distanz. 65 Minuten jetzt gespielt, Bielefeld wollte antworten. Klaus ist das, aber halb Schuss, halb Flanke und dann kommt da eben so etwas Harmloses bei rum. Keine 10 Minuten mehr zu spielen und Fürth bekam jetzt mehr Räume, weil Bielefeld weit aufrückte. Mohr setzt sich da im Zweikampf durch, super gemacht und der Abschluss ist auch sehenswert. Doppelpack Tobias Mohr und damit entschied er dann diese Partie. Greuther Fürth gewinnt mit 3:1 auf der Bielefelder Alm. Nicht unverdient. Bielefeld ging jetzt eben das Risiko zum Schluss. Punkt oder 2 Tore Niederlage und ja, da haben sie die 2 Tore Niederlage bekommen. Greuther Fürth gewinnt mit 3:1. Bei Heidenheim könnte eigentlich alles schön sein. Man steht im Tabellenmittelfeld. Frank Schmidt hat verlängert und trotzdem ist man noch etwas von dem 1:1 bei Union Berlin durch den späten Ausgleichstreffer durch den Torwart Gikiewicz negativ beeinflusst. Hier startet man gegen Magdeburg aber nicht verkehrt in die Partie. Andrich mit der ersten Möglichkeit, aber Brunst warf sich dann auf den Ball. Der erste FC Magdeburg nach dem 2:2 gegen Dresden moralisch eigentlich in der besseren Verfassung und dennoch kam sie hier in Rückstand. 22. Minute, Robert Glatzel mit seinem 8. Saisontor. Der Knipser vom Dienst, mittlerweile unverzichtbar für die Heidenheimer geworden und jetzt macht er hier den Führungstreffer für die Gastgeber. Schön rausgespielt, Flanke von der linken Seite, Schnatterer macht ihn nochmal heiß und Glatzel steigt am höchsten. Mit dem Kopf ist der Österreicher ja sowieso brandheiß.
gefährlich. 39. Minute, Schnatterer, der Eckstoßschütze vom Dienst, bringt den Ball auch nicht ungefährlich rein. Meinker ist auch da, setzt den aber etwas zu hoch an und der geht dann über die Querlatte hinweg. Trotzdem gut, wie er sich da durchsetzt, kriegt er dann aber nicht mehr vernünftig Zug auf den Kasten. Was war mit Magdeburg los? Sie kam erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mal nach vorne. Kostli über die linke Seite mit der Flanke und Christian Beck mit dem Ausgleich. 5. Saisontor für ihn. Ein eiskalter Knipser, wie man ihn braucht beim 1. FC Magdeburg. Und er ist da, wo er gesucht wird. 2. Minute der Nachspielzeit. Der unverdiente Ausgleich, anders kann man es nicht sagen. Und trotzdem stand es eben Remis zur Pause. Und das beflügelte die Gäste jetzt erstmal. Wir springen in den zweiten Durchgang, der gerade erst begonnen hat. Türpitz mit der Flanke und Müller kann sich gerade so davor schmeißen. Ansonsten wäre Beck schon wieder ein Schuss oder ein Köpf bereit da gewesen. 51. jetzt. Heidenheim versuchte die Partie wieder offener zu gestalten. Den Rückschlag kurz vor der Pause zu verkraften. Griesbeck mit dem Torschuss geht auch relativ haarscharf am Kasten vorbei. Die Partie wurde offener. Stunde jetzt knapp von der Uhr und Heidenheim über die linke Seite wieder gefährlich. Dovedan, Glatze und was ist das für ein Abschluss? 2:1 für den 1. FC Heidenheim und Robert Glatze mit dem Doppelpack. Was für ein überragender Treffer. Der kann es mit rechts, mit links, mit dem Kopf. Und wie er den hier reinwuchtet, eben mit seinem linken Fuß, ist sagenhaft. Da ist auch gar nichts zu halten. Dovedan bringt den Ball rein. Den trifft er optimal und setzt ihn unhaltbar in die Maschen. 20 Minuten jetzt noch zu spielen. Der 1. FC Magdeburg wollte zumindest einen Punkt noch mitnehmen. Das 2:2 gegen Dresden hatten sie auch erst kurz vor Schluss erzielt. Hier ist es Kostli, der heranrauscht, aber in der 73. nicht den Ausgleich erzielen kann, weil Manon Busch ihn dann auch wichtigerweise stören kann. Wir sind schon in der Schlussphase. 87. Meinka kann den Ball nicht richtig klären. Injowski versucht ihn nochmal scharf zu machen. Rother legt ihn nach außen und Kostli dann aber zu harmlos. Und so blieb es dann beim 2:1 am Ende. Nicht unverdient der Sieg für Heidenheim, auch wenn der 1. FC Magdeburg zum Ende hin das 2:2 sich noch hätte erarbeiten können. Verlieren sie hier, können trotzdem mit der Leistung unterm Strich zufrieden sein. Zwar war der erste Durchgang nicht sonderlich auf Seiten der Gäste, aber Heidenheim war auch ein starker Kontrahent und gewinnt hier dann die nächsten 3 Punkte. Nach 3 Tor- und sieglosen Spielen konnte der HSV zuletzt vor der Länderspielpause mal wieder 3 Punkte einfahren. Man gewann 2:1 bei Darmstadt. Jetzt wollte man aber zu Hause auch den Zuschauern mal wieder was präsentieren und die erste halbe Möglichkeit gehörte ja auch den Gastgebern. Aber Hoogland war dazwischen. Volles Stadion hier am Samstag, auch wenn es sehr regnerisch und unangenehm war von der Temperatur her. 10 Minuten jetzt gespielt, der VfL Bochum wusste auch nach vorne das ein oder andere Tüpfelchen zu setzen. Weiland mit dem Schuss, aber Pollersbeck zu 100% auf der Höhe. Eine halbe Stunde jetzt schon fast gespielt, die 100%igen Torchancen fehlt noch. Das ist ab und die beste Möglichkeit der Partie von Riemann entschärft. Das hätte schon das 1:0 sein können, jetzt in dieser Situation. Aber eben eine sehr gute Reaktion vom Bochumer Schlussmann. Musste in der Saison ja schon 10-mal hinter sich greifen. Vorm 11. wurde er jetzt verschont. Vor der Pause wurden aber die Gäste nochmal stärker. Celozzi über die rechte Seite. Super Flanke und dann ist da Sakai, der im letzten Moment noch vor Weiland retten kann und trotzdem wird der brandgefährlich, geht haarscharf über den Kasten hinweg. Der anschließende Eckstoß erstmal schlecht reingetreten, aber von Naray auch miserabel geklärt. Cruz bringt ihn nochmal rein und dann ist Hinterseher da und staubt ab. Wieder die kalte Dusche für den Hamburger SV im eigenen Stadion. Nachspielzeit der ersten Halbzeit und Hinterseher macht den Führungstreffer. Erst ist noch Pollersbeck da mit dem Knie, aber den Abstauberball kann er dann vom österreichischen Torknipser nicht mehr retten. Im zweiten Durchgang versuchten sie das aber schnell wieder auszubeulen. Hand mit dem Kopf auf Naray, was für ein Abschluss. Aber auch was wieder für eine Tat von Riemann. Der wuchs hier wieder über sich hinaus. Super Reaktion
klärt den Ball zum Eckstoß. Der brachte dann nichts ein. Eine Stunde noch nicht mal gespielt und Bochum wollte aufs Zweite gehen. Hinterseher per Kopf. Aber Pollersbeck erstmal dazwischen und der HSV wurde wieder etwas unsicherer und verlor an Selbstbewusstsein nach dem 2:1-Sieg eben gegen Darmstadt. Konnten sie davon nicht viel mitnehmen. Da kamen eher die Flashbacks gegen den FC St. Pauli und vor allem auch gegen Jahn Regensburg wieder auf. Hier ist Drongelin dazwischen mit der Fußspitze. Tesche, Ex-Hamburger, aber nicht zum 2:0. Wäre ja typisch gewesen. Wiederum die Möglichkeit nach diesem Eckball. Tom Weiland per Direktabnahme hatte ja zuletzt das 1:0 Siegtor gegen Bielefeld erzielen können. Hier schrammt er haarscharf vorbei. 10 Minuten jetzt noch zu spielen und Bochum drückte auf den entscheidenden Treffer. Er sollte aber noch einfach nicht fallen. Kuriose Aktion jetzt. Das hätte es sein müssen. Der HSV rannte jetzt zum Schluss nochmal an, aber es fehlte wieder so das kreative Moment. 90. Minute, Sakai, und dann ist das einfach typisch für diesen Nachmittag. Bitter für den HSV, der hier 0:1 verliert, aber auch verdient die 3 Punkte abgibt. Bochum war einfach besser und der HSV funktioniert momentan zu Hause einfach nicht gut. Schauen wir kurz auf das Spiel Regensburg gegen Darmstadt, aber nur auf die Tore. Darmstadt zuletzt 2:1 gegen Hamburg verloren. Regensburg spielte 1:1 gegen Fürth. Das 1:0 für die Gastgeber erzielte Marco Grüttner bereits nach 3 Spielminuten. Schneller Einwurf von der linken Seite, dann per Fallrückzieher reingebracht. Und der Kopfball von Grüttner ist auch dann unhaltbar für Heuer Fernandes. Dursun konnte aber bereits nach 7 Spielminuten ausgleichen. Das 1:1 vom Neuzugang. Was die Gästetribüne in Ausnahmezustand brachte. Heller ist das hier, der den Ball lange treiben kann, bringt ihn in die Mitte. Dursun schiebt dann oder hämmert dann ein. 17. wiederum das 1:2. Sandro Sirigu in der rechten Außenbahn heute zu finden. Deswegen auch immer wieder im Strafraum auffällig geworden. Wieder ist es Heller, der das Tor vorbereitet, die Flanke reinbringt. Mit seinem Tempo enteilte er immer wieder den Regensburger Verteidiger und aus kurzer Distanz ist Pentke dann wieder machtlos. Der zweite Durchgang ging dann miserabel für Regensburg los. Das ist Marcel Heller, 2 Tore vorbereitet, 1 selber gemacht mit dem 3:1 in der 47. Dursun mit dem perfekten Ball und Heller nimmt den Ball einmal mit und schließt dann eiskalt vor Pentke ab. Und es gab nochmal das 2:3, 20 Minuten vor dem Ende von Marco Grüttner, aber es sollte nicht mehr reichen am Ende zum 3:3. Es war eine tolle Partie, eine unterhaltsame, eben auch torreiche Partie, die aber einen Sieger fand. Und das waren am Ende die Lilien. Der Fußballgott steht momentan auf Seiten der Eisernen. Auch wenn sie mal kurz vor einer Niederlage sind, dann kommt einfach mal der Torwart mit nach vorne und köpft das Ding ein. Zuletzt 1:1 gegen Heidenheim. Der SC Paderborn als Aufsteiger, aber auch klasse in der Saison. Bereits mit 4 Siegen auf dem Konto, stehen momentan auf Platz 6. Die erste Möglichkeit allerdings gehörte den Gästen. Flanke von der linken Seite und da ist Akaki Gogia per Kopf zur Stelle am zweiten Pfosten, setzt den Ball aber ans Außennetz. Ratajczak ersetzte Zingerle, der verletzungsbedingt zuletzt auch schon ausgewechselt werden musste. Die erste Möglichkeit für Paderborn kam dann durch diesen Distanzschuss von Marlon Ritter zustande. Aber es war noch ein Berlin-Spieler dazwischen. Keine halbe Stunde gespielt und wieder ist es Ritter mit dem Abschluss. Eine gute, unterhaltsame Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Bis dahin aber eben noch ohne Ertrag, was der Blick auf die Anzeigentafel dann auch bewies. Nach 32 Minuten dann dieser Eckstoß von Akaki Gogia von der linken Seite hereingetreten. Auf Höhe des Fünfers, da ist Friedrich und Ratajczak und Collins klären das irgendwie im Verbund. Kuriose Szene, Collins an den Pfosten, Trimmel kommt nicht richtig ran, Ratajczak ist noch dabei und Collins haute den Ball dann raus. 5 Minuten vor der Pause drückten dann die roten Gäste mehr und mehr. Sie kamen nochmal zum Abschluss. Hedlund aber per Kopf zu ungefährlich. Der ging links am Kasten vorbei. Strodik steht zwar zu weit weg, wird dafür aber nicht bestraft. Und Ratajczak kann den Ball am Kasten vorbeigucken. Die zweite Halbzeit brauchte dann so ein bisschen, um
wieder ins Spielerische zu finden. Das ist dann in der 70. Prömel auf Polter. Und der semmelt den Ball so einfach mal auf die Hütte. Und das ist dann ein fantastisches Tor. Konnte jetzt mal wieder von Anfang an dabei sein. Nach langer Verletzungsphase macht er hier in der 70. Minute sein zweites Saisontor. So wichtig ist er für die Eisernen. Keine Chance für Ratajczak. Von Paderborn kam dann auch nach vorne nicht mehr viel. Union verteidigte gut. Nicht ohne Grund sind sie noch ungeschlagen. Schmiedebach dann auf Prömel. Polter und die Entscheidung in der 88. Spielminute. Doppelpack eben vom Knipser der Eisernen zur Entscheidung. Es war in der zweiten Halbzeit eben ein Spiel auf Augenhöhe mit ganz wenigen Möglichkeiten, wo dann ein Spieler wie Sebastian Polter den Unterschied machen kann. Und hier machte er das Ganze auch. 2:0 gewinnt Union Berlin. Bleibt weiterhin ungeschlagen und grüßt damit weiterhin auch von einem absolut verdienten direkten Aufstiegsrang. Der MSV Duisburg konnte ein dickes Ausrufezeichen setzen unter Thorsten Lieberknecht. Das erste Spiel beim 1. FC Köln im Rhein-Energie-Stadion zu Gast gewesen und man gewann mit 2:1, was unter dem Strich auch gar nicht so unverdient war. Nach 10 Minuten konnten hier aber die Gäste das erste Ausrufezeichen setzen. Buchtmann mit dem Abschluss, aber Nauber dazwischen. Die Elf von Kautschinski ja bereits mit 5 Siegen in der Saison, 5. Platz. Man steht im Soll. Der Duisburger MSV kam dann aber auch gefährlich vors Tor. Oliveira Sosa viel zu frei und er hat schon eine überragende Partie gegen Köln gespielt und macht auch hier den Treffer. 1:0 in der 19. Spielminute. Die erste wirklich gute Möglichkeit der Gastgeber führt er dann auch zum Führungstreffer. St. Pauli weit aufgerückt und das wird hier bestraft. Himmelmann ist dann chancenlos. Der Ball prallt noch einmal auf und so trifft Sosa den perfekt. 25. Minute dann Buballa. Eine typische Flanke in dieser Saison eines Daniel Buballa. 10 Minuten vor der Pause dann aber nochmal der FC St. Pauli. Knoll ist das auf Flum. Wieder einer dazwischen. Mesenhöhler, schmeißt sich auf den Ball. Wir springen in den zweiten Durchgang und der FC St. Pauli wollte das 1:1 erzielen. Das merkte man deutlich. Diamantakos auf Buchtmann, aber Mesenhöhler kam rechtzeitig raus. Es war kein Abseits. Der Treffer hätte gezählt, aber Mesenhöhler war auf der Hut. 55. Minute. Schnellhardt wird nicht richtig angegriffen. Iliutschenko liegt auf Lukas Fröde. Und das ist ein sensationeller Abschluss. 55. Spielminute. 2:0 für Duisburg. Schmeichelhaft war es auf jeden Fall. Aber wenn man solche Tore erzielt, dann kann einem auch keiner was vorwerfen. Es war ja noch genug Zeit jetzt für St. Pauli da, um das auszugleichen. Aber Buchtmanns Schuss hier in der 64. war sinnbildlich. Der FC St. Pauli spielte zwar mehr nach vorne, bekam aber auch keine großen Möglichkeiten wirklich zustande. Keine 20 Minuten mehr zu spielen und Duisburg wollte jetzt das 3:0 erzielen, um die Entscheidung herbeizuführen. Iliutschenko auf Schnellhardt, der aber knapp drüber zielt. Somit das Ergebnis zumindest weiterhin offen. So langsam musste aber der 2:1 Anschlusstreffer her, um hier für die Gäste noch was mitzunehmen. Duziak nochmal mit der Flanke in den 16er. Buchtmann irgendwie dazwischen und Möller-Deli mit der letzten ernennenswerten Möglichkeit. Aber auch das wurde nichts mehr. Der MSV Duisburg gewinnt zum zweiten Mal in Folge. Der Trainereffekt hat hier absolut geholfen. 2 Siege für Thorsten Lieberknecht im zweiten Spiel und der FC St. Pauli verliert mal wieder. So, hier seht ihr einmal im Überblick alle Ergebnisse der Prognose, die ihr ja eben gesehen habt und rechts dazu die Tabelle angepasst. Und jetzt geht's weiter mit der dritten Liga und ja, auch da viel Spaß dabei. Freitagabend im Ernst-Abbe-Sportfeld und es offenbarte sich uns ein absolutes Abstiegsduell, zumindest ein Duell zwischen zweier Teams, die momentan in diesem Bereich stehen. Denn Kaltas Jena ist 17. und der VfR Aalen 19. Erstmal hatten hier aber die Gäste die super Möglichkeit zum 1:0. Über eine halbe Stunde schon gespielt, aber dann so ein Ausrufezeichen an den Querbalken. Dann nochmal die Möglichkeit, Koppens ist aber da und reagiert
blendend. 5 Minuten vor der Pause wagte sich dann auch mal Carl Zeiss Jena nach vorne. Schöner Ball auf Stenzel, das ist Philipp Tietz, der den Ball erstmal nicht reinkriegt, nochmal querlegt und Brückmann bekommt dann seinen Abschluss, setzt den aber deutlich zu hoch an. So dass es nicht 1-0 stand. Wäre auch zu dem Zeitpunkt nicht verdient gewesen. Dann weiter Abschlag von Bernhard in die gegnerische Hälfte. Dann ging es schnell. Sessa leitet weiter auf Matthias Moritz. Der ist gefährlich. Der bringt die Flanke rein. Und da ist Bär und wieder die Latte. Bitter für den VfR Aalen, der eine sehr gute erste Hälfte spielte, aber sich noch nicht mit den Treffern belohnen konnte. Wir springen in die 45. Minute und Wolfram Lux da seinem Gegenspieler den Ball ab. Stenzel kann den Ball einmal querlegen. Da ist Manfred Starke und macht das 1-0. 5. Saisontor für ihn. Und der FC Carl Zeiss Jena schlägt zu. Eiskalt wie sie sind im Ernst-Abbe-Sportfeld machen sie hier den Führungstreffer. Absolut schmeichelhaft. Aalen war die bessere Mannschaft, aber solche Fehler darf man sich in der Abwehr einfach nicht erlauben. 50. Minute, jetzt wurde Jena besser. Durch das Tor erlangten sie an Vertrauen. Das ist Wolfram. Legt nochmal rüber, wieder Starke. Und der fast mit dem Doppelpack in der 52. Spielminute. Schöner Abschluss, schön gespielt bis dahin. Aber kein optimaler Winkel, weil auch noch ein Gegenspieler dazwischen war. Eine Stunde jetzt etwa von der Uhr. Tietz, Eckert, Wolfram, erst Funk dazwischen, aber unzureichend. Dann Tietz auf Starke, der auffälligste Spieler. Mal wieder auf Seiten der Gastgeber. Es ist ein übertalentierter Spieler für die dritte Liga. Und das sieht man hier. Haarscharf streift dieser Ball am Lattenkreuz vorbei. Dann gab es in der 71. Minute aber diese Möglichkeit und die Vorentscheidung. Philipp Tietz in der 72. zweites Saisontor. Vom SC Paderborn gekommen. Da sieht Bernhard aber auch nicht gut aus. Werden wir in der Wiederholung nochmal sehen können. Bitter für Aalen, aber im zweiten Durchgang kam dann einfach zu wenig von ihm. Bernhard kommt halbgar raus und wird dann so düpiert. Eine Viertelstunde jetzt noch zu spielen. Wenn hier noch was gehen sollte, dann müsste aber postwettend der Anschlusstreffer her. Aber das dritte Mal Aluminium in dieser Partie und dann merkte man auch, die Elf der Aalener war heute vom Pech verfolgt. Koppens im kurzen Eck muss nicht eingreifen gegen diesen wieder sehr platzierten und guten Schuss. Glück für Jena und dann kamen sie auf der anderen Seite nochmal. 86. Stenzel legt auf Eckhardt, Erlbeck hat die Übersicht und Wolfram macht den Deckel drauf. Zweites Saisontor für den rechten Mittelfeldspieler und Maxi Wolfram macht dieses Ergebnis viel zu hoch. Es hätte über die 90 Minuten eigentlich keines der beiden Teams verdient gehabt zu verlieren, aber auf der anderen Seite eben auch nicht zu gewinnen. Das 3-0 spricht eine deutlichere Sprache, als das der Verlauf überhaupt zugelassen hätte. Und dennoch wichtige Punkte für Jena unten im Abstiegskampf. Und der VfR Aalen steht damit weiterhin sehr tief unten drin. Nach einer sehr guten Phase der Lauterer in der Liga mussten sie zuletzt gegen den Tabellenführer aus Osnabrück mal wieder eine Pleite hinnehmen. Aber der KFC Oeding ist sicherlich kein Deut schwächer als die Osnabrücker. Und das zeigen sie hier von Beginn an. Der KFC Oeding wirklich überragend in dieser Saison drin. Die erste Möglichkeit von Krempitzky, aber noch etwas überhastet. Es deutete sich aber an, dass sie hier richtig was vorhatten. Der erste FC Kaiserslautern aber auch mit den offensiven Akzenten, die man hier im Fritz-Walter-Stadion auch erwartet. Kühlwetter nach 13 Minuten, trifft den Ball aber nicht optimal. Doch es deutete sich, wie gesagt, eine offene Partie, eine spannende Partie an, wo man viele Torraumszenen erwarten konnte. Und 20 Minuten gerade mal von der Uhr. Kefkir ist nicht richtig dazwischen und Schad bringt den Ball wieder nach vorne. Löhmannsröben mit der Übersicht. Fechner leitet weiter und Timmy Thiele mit dem 1-0. 21. Spielminute, das dritte Saisontor des Stürmers, führt hier zum Führungstreffer für die Gastgeber. Nicht mehr unverdient zu dem Zeitpunkt und der KFC Oeding war im Rückstand. Das ging etwas zu einfach durch die Mitte. Löhmannsröben, Fechner und Thiele ist dann zu frei, nichts mehr zu halten. 24 Minuten jetzt gespielt, wieder Thiele. Sehr auffällig, der Offensivmann hier legt quer. Kühlwetter kriegt auch den Abschluss, bekommt ihn auch auf den Kasten, aber Benz
Der Vollert-Vertreter hat den Ball fest in seinen Armen. Keine halbe Stunde gespielt und Uerdingen kam wieder nach vorne. Die Offensivpower ist ja nicht zu verneinen. Und wenn dann auch noch einer dazwischen ist, unglücklich, den Ball abfälscht, passiert dann auch der Treffer. Stefan Aigner, 7. Saisontor, sein Schuss aber von Heino entscheidend abgefälscht, sodass es keine Chance mehr gab für Hesel, den abzuwehren. Dadurch geht der Ball direkt in den Winkel, 1:1. Und 5 Minuten noch zu spielen, jetzt wieder der 1. FC Kaiserslautern, Bergmann auf Thiele. Wieder Bergmann, der den Körper reinstellt, rüberlegt auf Kühlwetter und der macht das 2:1 in der 42. Spielminute. Sein 4. Saisontor und die Gastgeber waren wieder in Führung. Es war ein Hin und Her von Beginn an, Torchance über Torchance und jetzt eben auch der 3. Treffer bereits in dieser Partie. Gut von Bergmann, dann quergelegt oder rübergelegt zu Kühlwetter. 2. Durchgang und Kaiserslautern im Offensivgang. Aber mit dem Ballverlust, kritischer Ballverlust, sollte man so vor dem 16er nicht machen. Und Osuzgan Kefkir mit dem 2:2 in der 52. Spielminute. Bitter für Kaiserslautern, weil unnötig durch diesen Ballverlust, unmittelbar vor dem eigenen 16er. Man wollte gerade ein Offensivspiel aufs Feld bringen und dann wird man so wieder niedergeschlagen. Und Uerdingen wurde jetzt noch gefährlicher. Konrad kann da durchs Mittelfeld spazieren. Sehr unglücklich, dass er da nicht angegriffen wird. Aber dann wiederum Glück, dass Aigner den Ball nicht optimal trifft. Sein 8. Saisontor in dieser Situation noch nicht dabei gewesen. Aber er war wieder auffällig. Sehr auffällig sogar. Nächster Abschluss. Hesel mit der Parade. Wehrt zum Eckstoß. Kommt direkt auf Mann, kann er vielleicht sogar festhalten in der Situation. Und der anschließende Eckstoß machte dann den Lauterern wieder Sorgen. Von der linken Seite reingetreten und da ist Kevin Großkreuz. Und der macht das 3:2. Erstes Saisontor für den Weltmeister. Und der 1. FC Kaiserslautern war niedergeschmettert. Der Gästeblock logischerweise außer Rand und Band. Bitter nach dieser unnötigen Ecke hier den Treffer zu kassieren. Großkreuz nicht unbedingt als Kopfballungeheuer bekannt. Aber wenn auf dem zweiten Pfosten keiner steht, dann wird das auch gerne mal bestraft. 20 Minuten jetzt noch zu spielen. Krempitzki auf Aigner. Und der hat doch nicht wirklich den Ball aufs Tor gekriegt und reingemacht. Ein Tor von ihm schöner als das andere. Diesmal war keiner mehr dran. Der ist halb gelupft. Der ist gar nicht straff geschossen. Aber der ist so platziert. Und dann hat er auch das Glück, dass der Ball von der Latte hinter die Torlinie prallt. Das ist alles richtig gesehen. Der Pfosten war auch noch dabei. Und so gewinnt der KFC Uerdingen in einer spektakulären Partie mit 4:2 im Fritz-Walter-Stadion. Der 1. FC Kaiserslautern hingegen verliert das 2. Spiel in Serie. Schauen wir kurz auf das Spiel Groß-Asbach gegen Meppen. Da hat Jovan Vidovic in der 75. Spielminute das 1:0 für die Gäste erzielt. Sie gewannen ja zuletzt auch schon gegen den TSV 1860 München mit 1:0. Groß-Asbach trennte sich von seinem Trainer, spielte dann ein 0:0 bei Würzburg. Aber hier waren sie eine Viertelstunde vor dem Ende in Rückstand geraten. Sie hatten nochmal die Möglichkeit, das Ganze auszugleichen durch Bösel in der 80. Aber es sollte nicht mehr sein. Groß-Asbach verliert hier gegen Meppen im Abstiegsduell mit 1:0. Der Motor beim TSV 1860 München scheint momentan so ein wenig zu stottern, aber das hätte Eintracht Braunschweig sehr gerne, dieses Luxusproblem. Die stehen nämlich auf Platz 20. Jetzt ist André Schubert für Henrik Petersen neu auf der Bank und nach 5 Minuten hatten aber erstmal die Blauen Löwen die erste Möglichkeit. Burmeister und Grimaldi hämmert den Ball dann rein. Unglücklich von Burmeister eben abgefälscht oder abgewehrt vor die Füße von Adriano
Grimaldi und in der 6. Spielminute bereits der Führungstreffer für 1860 München. Schlechter kann es für einen neuen Trainer gar nicht losgehen. Und dennoch waren sie davon nicht groß beeindruckt. 20. Minute Eintracht Braunschweig etwas kreativer neuerdings im Spiel nach vorne. Insofern man das überhaupt nach 21 Spielminuten unter einem neuen Trainer sagen kann. Aber es deutete sich an und es passierte dann auch der Ausgleich. Sauerland mit dem Kopf und dem Ausgleich. Alle kamen sie nach vorne. Emotionaler, wertvoller Treffer für die Gastgeber. Sie ließen sich von dem frühen 1-0 nicht wirklich schocken und schlugen dann eben zurück. Und Braunschweig tankte dadurch Selbstbewusstsein. Jari Otto, der junge Mann auf Sauerland. Weber kann nicht richtig klären. Nkansa und Hofmann mit dem 2-1. 28. Spielminute, 5. Saisontor für Philipp Hofmann. Und der macht hier den Führungstreffer für die Gäste. Der TSV 1860 München zog sich etwas zu weit zurück und wurde dann auch bestraft nach dem 1-0 von Sauerland, der hier wieder beteiligt ist. Hofmann leitet es dann auch wiederum selbst ein. 2-1. Aber jetzt auch wieder die Münchner Löwen. Halbe Stunde gespielt. Amundsen im Clinch mit Kruse und Grimaldi nutzt das aus. 32. Spielminute. Was für ein Fehler bei Eintracht Braunschweig. Und schwupps war die Führung wieder dahin. Bitterer und ärgerlicher und unnötiger vor allem kann es gar nicht passieren. Kruse mit Amundsen da wirklich ohne Abstimmung unglaublich das 2-2 so einfach herzuschenken. 5 Minuten vor der Pause wieder Braunschweig. Sie spielten wieder gut nach vorne. Sauerland extrem auffällig. Jari Otto mit dem Abschluss, aber Hiller verhinderte das 3. Gegentor bereits in der 1. Halbzeit. Es war turbulent. Es war einfach spektakulär. Insbesondere als neutraler Zuschauer konnte man das einfach genießen. Zwei klasse Traditionsteams, die richtig Lust hatten, Fußball zu spielen, aber auch nicht fehlerlos blieben. Dadurch immer wieder Möglichkeiten. Hier wieder Philipp Hofmann nach 59 Spielminuten mit der Möglichkeit. Nimmt er gar nicht so schlecht, aber trotzdem ein zu schlechter Winkel. Nur wenige Minuten später wieder Braunschweig. Feysulahu auf Hofmann. 2-3. 6. Saisontor. Es hörte mit den Toren einfach nicht mehr auf. Der TSV 1860 kassierte das nächste Gegentor. Bitter für die Elf von Daniel Birovka. Aber das war nicht unverdient. Braunschweig unter Schubert eben besser aufgelegt im Spiel nach vorne. Hinten noch mit einigen Fehlern. Aber zu vorne kann man diese dann eben ausbaden. Viertelstunde jetzt noch zu spielen. Jari Otto hatte auch noch mal ein. Und machte in der 76. das 4-2. Besser kann es für einen als neuer Trainer gar nicht losgehen. Das überraschende 4-2. Hiller ist ohne Chance gegen diesen Schuss von Otto. Hatte ja einen Doppelpack beim einzigen Sieg bislang erzielt gegen Jena. Einmal kam nochmal der TSV. Moll auf Kindsvater, der hat die Übersicht. Da ist Grimaldi nochmal, aber es wurde dann nichts mehr. Die 4 Tore waren für 1860 2-4, ums auszugleichen. Und so gewinnt Braunschweig das zweite Mal erst in dieser Saison. Und der Trainerwechsel scheint sich jetzt zumindest schon mal gelohnt zu haben. Der TSV ist natürlich damit absolut unglücklich. Sportfreunde Lotte und der VfL Osnabrück im Duell. Ein Nachbarschaftsderby, so etwas wie Nürnberg gegen Fürth, nur in etwas kleiner. Bei allem Respekt natürlich. Und die Gäste, der Tabellenführer aus Osnabrück hier gut aufgelegt mit dem 1-0 in der 7. Minute. 2. Saisontor für Marc Haider. Sicherlich eine Quote, die er sich noch besser wünschen würde. Aber als Tabellenführer darf man sich da sicherlich nicht beschweren. Was der ackert für die Mannschaft, ist mit Toren eben auch nicht aufzuwiegen. Schöne Flanke von der rechten Seite und dann der Kopfball hinein einfach gelegt ins Netz. 11. Minute, dann auch Lotte mal gefährlich. Das ist Lindner, der den Ball nochmal nach außen legt. Neidhardt wieder Lindner.
aber Susac ist dazwischen und verhindert es, dass der Ball auf den Kasten geht. Es stand also weiterhin 0:1 in dieser Partie. Hier war ein bisschen Ellenbogen im Spiel, aber es gab keinen Strafstoß. Osnabrück versuchte nochmal vor der Pause etwas nach vorne zu setzen. Das ist Alvarez, der nicht wirklich angegriffen wird, da ein bisschen zu einfach durchgeht. Aber Adam Strait ist dazwischen, klärt per Kopf. Die Lotter-Fans konnten damit zufrieden sein, was ihre Mannschaft da auf den Platz brachte. Es stand aber weiterhin 0:1. Im zweiten Durchgang wurden sie dann besser, aber schon in der 70. Minute. Die Zeit wurde eben knapper. Lindner legt rüber zu Hoffmann. Aber das muss besser sein, so ein Abschluss. Von den wenigen, die sie bekommen, müssen dann die auch eben aufs Tor kommen, um Körberler überhaupt mal in Bedrängnis zu bringen. So wurde es nichts. Aber Osnabrück wurde jetzt etwas fahrlässig und ließ mehr zu. Rosin auf Hofmann. Das ist Schulze, quergelegt, Wehkamp, Hofmann, Wehkamp. Das war super gespielt und Rosin bekommt dann im Endeffekt den Abschluss. Eine Viertelstunde vor dem Ende, aber der 1:1 Ausgleichstreffer war ihnen noch nicht vergönnt. Schöne Parade von Körber. Kam aber auch recht zentral auf den Kasten. Einen hatte Lotte aber noch. Einen hatten sie noch. Keine 5 Minuten mehr zu spielen. Wehkamp auf Österhellweg. Der geht über die linke Seite, bringt die Flanke und Lindner nimmt das volle Risiko an und wird dafür belohnt. Jaroslav Lindner in der 88. Spielminute mit dem Ausgleichstreffer. Auch das entscheidende Tor in dieser Partie. Es passierte nichts mehr. 1:1 spielen Lotte und Osnabrück am Ende in diesem Nachbarschaftsduell. Absolut verdient. Osnabrück hatte zu wenig nach vorne getan und Lotte wird sehr gut damit zufrieden sein. Schauen wir auch schnell einmal auf die Tore zwischen Halle und Unterhaching. Da hat in der 50. Spielminute Stefan Hein das 1:0 für die Gäste erzielen können. Der Gästeblock wurde in Ausnahmezustand versetzt, schön über die Außen gespielt und dann war Stefan Hein mit der Technik und dem Abschluss können. Und in der 68. Spielminute machte er sogar noch ein Doppelpack, das 2:0, was am Ende auch den Endstand bedeutete. Schön rausgespielt am zweiten Pfosten, ist er dann als erster am Ball und köpft das Ding ein. Unterhaching gewinnt gegen den Halleschen FC mit 2:0. Im Ostduell zwischen dem FSV Zwickau und dem FC Hansa Rostock machte zunächst der Gastgeber die bessere Figur, aber sie scheiterten immer wieder am herausragenden Ioannis Gelios, der bei Hansa Rostock immer und immer wieder die hochprozentigen Torchancen vereiteln konnte. Hier die nächste Möglichkeit, aber auch König konnte das Tor nicht erzielen. So wie es dann immer häufig so heißt, wenn man seine Chancen nicht macht, wird das bestraft und das machte Marco Königs. In der 59. Spielminute erzielte er das Tor des Tages. Hier hätte man schon auf Strafstoß entscheiden können, wurde nicht getan und Königs dann aus der zweiten Reihe mit dem Torschuss das 1:0 am Ende also für Hansa Rostock gegen Zwickau. Die Würzburger Kickers mussten zuletzt beim 0:0 gegen Großaspach ein kleines Niederschlägchen hinnehmen, mehr war es nämlich nicht, denn hier in der 51. Spielminute konnten sie gegen Preußen Münster das 1:0 erzielen. Die Preußen hatten zuletzt 1:1 gegen Unterhaching gespielt. Hier war es Orhan Ademi mit dem Führungstreffer. Münster kam erst in der Nachspielzeit nochmal, dieser Abschluss aber deutlich zu harmlos und so gewinnt der Gast aus Würzburg verdient mit 1:0, zwar knapp, aber eben gerecht. Beim KSC gegen den SVW in Wiesbaden schoss Anton Fink in der 4. Spielminute bereits das 1:0 für die Gastgeber. Das Wildparkstadion war in höchster Freude. Zuletzt verlor man ja 1:0 gegen Rostock, sehr unglücklich durch ein Eigentor von Rosbach, der jetzt auch gelb gesperrt fehlte. Aber Fink hier eben konnte abstauben. Es ging in der 15. Minute weiter mit der Anton Fink Show. Scheu über die rechte Seite, bringt den Ball rein. Fink steht völlig alleine gelassen, richtig, köpft ein. Es gab aber das 2:1 durch Manuel Schäffler in der 75. Spielminute. Es wurde also nochmal spannend, wen ja zuletzt mit dem 2:0 Sieg gegen den Halleschen FC. Ein sehr guter und überzeugender Sieg. Hier wollten sie zumindest noch einen Punkt mitnehmen, klasse Abschluss. Aber sie wurden für ihr Offensivspiel dann am Ende
bestraft. 3:1 von Anton Fink, also ein Dreierpack des Routiniers in der 80. Spielminute. Und das bedeutete dann unter dem Strich auch das Endresultat. Karlsruhe gewinnt also mit 3:1 gegen Wien Wiesbaden. Jo, hier seht ihr im Überblick nochmal alle Ergebnisse und ja, die dazu stimmende Tabelle der Prognose mit den Ergebnissen einberechnet. Naja, tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Ansonsten danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und ciao.